der Ranger abgehauen? Na, der ist. Okay. Eine Axt kann im Nahkampf ein gefährliches Spielzeug sein. Sollte man immer in Bewegung bleiben. Super. Nicht stehen bleiben. Aber dass ich da hinten bei dem brennenden Fahrzeug noch einen dritten Player gesehen habe. Okay. Ich verpiss mich hier erstmal. Ciao. So. Jetzt vielleicht noch hierher kommt. Der alte Fesseltrick. Hey, what's up? Precautions, Zombies. Okay. Oft stellt man sich eine Frage, gerade wenn man mal wieder auf Sicht ins Game Over geschossen wurde. Von irgendjemandem, den man gar nicht sieht. Man hört das Ping, man ist tot. Warum machen die das? Ja, ich weiß, naive Fragestellung. Und dann versuchte ich mir einfach vorzustellen, wie es ist, als Bandit Badass zu spielen. Gut getarnt, mit einer völlig überpowerten Waffe. Einfach auf alles schießen, ohne nachzudenken. Und die Vorstellung nahm Gestalt an. Oder so ähnlich, war vielleicht ein bisschen zu theatralisch. Im Breaking Point kann man allein durch seine Rollenauswahl und den Skin, den man dadurch erhält, allen anderen eben sozusagen von außen auch schon deutlich machen, ich bin ein Bandit. Also dachte ich mir, okay, why not? Warum nicht einfach mal als Bandit spielen? Vielleicht um sie auch besser verstehen zu können und am Ende besser bekämpfen zu können. Also man sieht von außen schon an meiner Kleidung, ich schone mein Mikrofon, ich habe keinen Bock zu quatschen und ich will auch nicht mit dir am Lagerfeuer sitzen. Und hey, ich baller wirklich auf alles, auf Hasen, auf Katzen, auf Typen, die gerade bei einem Tower die Treppe runtergehen. Ist mir scheißegal. Solange ich Munition habe, wird drauf geballert. Und erwartet bitte nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen habe oder mich das irgendwie berührt. Es ist einfach so die Natur. Und wenn ihr mich seht, schießt auf mich. Schießt eure Magazine leer. Ladet nach. Schießt das nächste Magazin in mich rein. Und trefft mich. Denn wenn ihr mich nicht trefft, seid ihr dran. Ja, so oder so ähnlich muss man als Bandit wohl denken. Wird mir wahrscheinlich jetzt am Anfang nicht besonders leicht fallen, aber testen wir es einfach mal. Und bitte nicht falsch verstehen. Es muss beides geben. Die Bandits und die anderen. Sonst macht das Räuber- und Gendarm-Spiel keinen Spaß. Jetzt kurz vor dem Militärcamp 1. Die Frage ist, ob der Hügel hier frei ist von Campern, die Pizza essend auf eine gute Gelegenheit warten. Oh fuck, ich gehöre momentan ja auch dazu. Ich glaube, auf dem Feuerwehrdach ist ein Ranger.
mir sehr wahrscheinlich noch andere Player in der Nähe sind, kann ich jetzt nicht riskieren, ein wildes Feuergefecht anzufangen. Das sind also, wenn es geht, einem Schuss, also dem ersten, erledigen. Ich vermute auch, dass er selber campt, weil er so aussieht, als ob er oben jetzt nicht unbedingt auf Loot aus ist. Oh, verdammt. Superman ist jetzt auch ein Zombie. Hoffentlich grillt er mich nicht gleich mit seinem Hitzeblick. Da hinten scheint einer wirklich sehr viel Munition über zu haben. Na endlich, er kommt wieder raus. Aus seiner Deckung. Jetzt die Leiter runtergehen. Weil ich überhaupt nicht weiß, ob er alleine war. Es kann gut sein, dass er eben nicht alleine ist. Oder war. Suche ich mir jetzt eine andere Stellung, beobachten, da kurz auf das Militärcamp einzugehen, dann erst rein. Ich glaube, dass momentan niemand hier in diesem Camp ist, aber man sollte immer vorsichtig sein, wenn man in die Baracken geht. Die Schritte der Zombies hören sich manchmal relativ ähnlich an wie Schritte von einem Player, der langsam geht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt einen Player oder einen Zombie gehört habe. Ja, ich denke, es war ein Zombie. Man sollte sich zuerst die Magazine nehmen und dann die Waffe, dann gibt es dieses Nachladegeräusch nicht. Turm von Thirsk. Was, Thirsk? Wie wird das eigentlich ausgesprochen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Da. Der Turm. In Thirsk ist normalerweise die Hölle los. Man sollte hier also nicht hochkonzentriert sein. Wobei ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass auch auf vollen Servern manchmal hier gar nichts los ist, weil alle um die Stadt herum campen. Rechts von dem weißen Haus gehen gerade zwei Player in die Stadt. Mal sehen, in welche Richtung die gehen. Okay, die beiden sind bis zum Osten der Stadt. Bleib ich mal hier im Westen. Krankenhaus scheint auch keiner zu sein. Falls jemand auf dem Feuerwehrturm ist, sieht er mich sicherlich mit der Arschkamera. Das ist dann, tja, wäre dann einfach Pech. Oh, Ranger. Das Feuergefecht habe ich jetzt meine Position verraten. Ich sollte also nicht allzu lange hier bleiben. Weitergehen. Und den Player da, wo er liegt, zu looten, ist viel zu riskant. Ich lasse ihn einfach liegen. Ja, der Puls geht langsam wieder hoch. Gerade wenn man hier über diese freien Flächen laufen muss. Rechts von dieser Steinkette ist aber ein kleiner Hügel, da will ich mich gleich hinsetzen, Pizza essen, bisschen schauen, mal sehen, wer vorbeikommt.
Richtung der Tankstelle habe ich gerade Geräusche gehört. Ja. Vor dem Zaun läuft einer von links nach rechts. Spiel als Bandit spielen ist manchmal wirklich merkwürdig. Ich habe immer noch ein schlechtes sozusagen Spielergewissen, wenn ich jemanden in den Rücken schieße, aber das gehört halt zum Bandit sein dazu. Auf dem Weg zum Krankenhaus bin ich natürlich davon Zombies gehittet worden. Na ja, klar, kann man sich schon sagen, dass die Zs im Breaking Point nicht besonders clever sind. Dafür hat man es aber oft mit echt vielen Sets zu tun. Gerade in Baracken kann es dann gefährlich werden. Wie viel ein Hit einem abzieht, wird wahrscheinlich zufällig berechnet und manchmal ist es echt super viel. Okay, der Loot hat sich gelohnt, dann jetzt schnell weg, weil Krankenhaus sollte man nicht allzu lange bleiben. Das ist, kann man sagen, Hot Zone. Wieder Munition gefunden. Eine Glock. Ich denke, ich nehme die eher. Irgendwie muss ich meinen Rucksack aufräumen. Die Remington. Ich nehme ich auch mitnehmen. Aber dann muss ich mich von irgendwas trennen, weil sonst nicht alles reinpasst. Wo die Karte so klein ist, bringt sie stellenweise wirklich Atmosphäre rüber. Und sieht auch, finde ich jedenfalls, wirklich gut aus. Schwimmen ist natürlich etwas riskant, aber ich habe keine Lust, den ganzen Weg hier sozusagen rechts zu laufen, zum Erdweg zu kommen. Das dauert mir zu lang. Wieder mal am Airfield. Wenn man einige Male auf der Karte gespielt hat, merkt man eben doch schon, dass sie wirklich relativ klein ist. Was aber zum Üben gar nicht schlecht ist und außerdem frisst sie wirklich wenig Hardware. Viel weniger als Altis zum Beispiel. Ranger, ja, sich bewegende Ziele zu treffen, ist war nicht ganz einfach. Ja, knapp rechts vorbei, genau gegen den Hubschrauber. Super. Ah, jetzt habe ich meine Position wieder verraten. Das geht's halt nicht. Die Frage ist ja auch, ist er alleine oder... Oh, er kommt wieder. Ja, einfach blind geschossen. Keine Ahnung, ob ich ihn getroffen habe. Muss hier erstmal weg. Vielleicht kommt er ja auch zu meiner vorherigen Position und ich kann ihn dann von hier aus auflauern. Er ist anscheinend nicht in den Tower gegangen. Was man normalerweise mit als erstes macht, wenn man auf dem Map blutet. Deswegen denke ich, dass er mich verfolgt. Okay. Ungefähr 100 Meter Entfernung ist ein kleiner Hügel. Ich denke, ich sollte mich dort sozusagen in Stellung legen und einfach abwarten. Oh, fuck. Wenn der Typ, den ich gerade angeschossen habe, durchgesprintet ist, könnte es gut sein, dass er das war. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Das ist ein anderer Player. Das Problem ist, dass ich nicht mehr besonders viel ab kann und ich wirklich schlecht sehen kann. Na super, Painkiller haben nichts gebracht. Jetzt habe ich mein G2
Gegengift verloren. Toll. Naja, scheiß drauf. Ich denke, ich muss das Risiko eingehen, einmal nach vorne zu beobachten, wo ich abbaue. Ja, hier bleiben ist keine Option. Ich muss einfach weg. Ich habe keine andere Wahl. Meine Gesundheit muss wirklich tief unten sein. Genau da vorne auf dem Hügel bin ich nämlich auf dem Weg zum Airfield auch schon von Zets gehittet worden. Die Typen sind da irgendwo links von mir. Ich brauche aber mindestens noch 7 Minuten, bis meine Gesundheit wieder voll ist. Und dann passierte Folgendes in Real Life. Ich nutzte die Zeit, um meinem Harndrang nachzugehen. Die Aufnahme hatte ich vorher gestoppt, weil 500 GB relativ schnell voll sind. Und mehr Kapazität habe ich momentan nicht. Und als ich wieder am PC saß, war ich tot. Fuck, das ist der Heli, bei dem ich vorhin war. Und ich dachte vorhin noch, warte einfach, bis irgendjemand vorbeikommt, den Heli repariert und dann schnappt ihr den Heli. Super. So gesehen ja meiner. Man könnte schon fast sagen, mein Name steht drauf. Okay. Jetzt haut er ab mit meinem Heli. Na warte, den schnapp ich mir. Anlage kenne ich gar nicht. Hier war ich bisher noch nie. Mann, ey, die Schüsse sind hier so laut in diesem Game. Man erschreckt sich jedes Mal wieder. Okay, erstmal weg. Ich denke, dass er von hier aus gesehen hinter der Hütte ist. Er also nicht gesehen hat, dass ich hier in die Tanne gegangen bin. Gibt es hier eigentlich Zecken in dem Spiel? Hoffentlich nicht. Heißt es wieder, wer kann länger warten? Ich kann das Vorfeld von hier besser beobachten. Ich sehe bisher aber überhaupt nichts. War aber jedenfalls kein Player. Natürlich auch flankieren und mich dann von hinten erwischen. Oh. Okay, er hat mich nicht gesehen. Dann mal ran. Baumfeld! Wieder die Frage, ist er alleine? Oh. Ja, okay. Was war das jetzt? Ich habe eben auch nicht verstanden, warum er nicht viel früher auf mich geschossen hat. Ich meine, er stand die ganze Zeit einfach nur da. Der Wald dort hinten ist oft auch voll mit Campern. Okay. Was ist da? Turm anscheinend los. Relativ viele Zets. Ich vermute, dass mindestens ein Player oben im Tower ist. Sonst würden die Zombies nicht so reagieren, wie sie es gerade getan haben. Okay.
sehen konnte ich jetzt keinen Player. Ah, er hängt rechts am Tower, also an der Treppe, rechts am Tower. Okay. Da wird gleich runterkommen, mal wieder hochgehen. Warten wir mal ab. Kommt jetzt keiner von links. Geht runter. Okay. Dann warten wir. Ist er doch weit? Scheiße, er kommt. Alle neugierigen Spieler werden jetzt natürlich in meine Richtung laufen. Also ich sollte mich beeilen im Looten. Und dann schnell abhauen. Zombies wieder. Langsam werde ich wieder ein bisschen nervös. Ist gerade in Baracken schwierig, ist zu überleben, weil die Zets einen da schon schnell platt machen können. Also zusehen. Warum nicht auch einfach mal ein Steak braten? Dabei sollte man wissen, dass man durch den normalen Heilungsprozess nur maximal 75% wiedererhält und den Rest bis zu 100 durch 2-3 Steaks. Und hier vorne ist die vorgelagerte Landzunge, die in Richtung RFL2 zeigt. Die RFL2 ist auf einer Insel, man kann also nur rüberschwimmen, es gibt hier keine Brücke. Bevor man rüberschwimmt, sollte man das hier kontrollieren, weil man dann oder sonst oft von hier aus im Wasser beschossen wird, was eher unangenehm ist. Da man sich im Wasser ja nicht wehren kann, doch keine Chance hat, schnell wegzukommen. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man auch das gegenüberliegende Ufer einmal kurz absuchen, gerade den Hügel, auf dem man sozusagen zuschwimmt. Und erst dann ins Wasser hüpfen. Man kann doch so vorsichtig sein, aber wenn man halt im Wasser beschossen wird, dann sieht es eher schlecht aus. Kann zwar eine Zeit lang tauchen, muss dann aber irgendwann wieder in die Oberfläche, ansonsten stirbt bzw. vorher Gesundheit abgezogen bekommen. Ja, ich denke nicht, dass ich das schaffe. Mal sehen. Frage mich jetzt natürlich, wenn man nicht mehr auf mich schießt. Vielleicht einfach keine Munition mehr. Okay, das war natürlich mein Glück. Ja, entweder ist er eingeschlafen oder er hat keine Munition mehr. Falls ihr euch wundert, warum ich die Waffe auf den Rücken getan habe. Man kann im Breaking Point um einige schneller laufen, wenn man die Waffe eben nicht in den Händen hat. Anscheinend zu früh gefreut. Ich glaube aber, dass der Schuss von rechts kam, also dass hier noch jemand auf der Insel ist, der gerade auf mich schießt. Also haben wir einen Player, der sozusagen von mir aus gesehen links ist. Und einen Player auf der anderen Uferseite. Gott sei Dank beide genauso schlecht schießen wie ich. Sonst wäre ich jetzt wohl schon tot.
an sich völlig wohl, was ich hier gerade mache, weil ich mir echt sicher bin und an sich genau weiß, dass irgendwo da vorne jemand mit einer Scharfschützenwaffe liegt und auf die Offspray beobachtet. Okay, die Weste ist, glaube ich, aber um einiges größer als das Ding, das ich habe. Könnte es sich lohnen, das Risiko einzugehen? Okay. Und jetzt einfach mal weg. Bevor ich hier noch mehr loote, muss ich mich als erstes um den Scharfschützen kümmern, sonst bringt das alles nichts. Es könnte sein, dass der Scharfschütze hier vorne auf dem Hügel liegt. Es könnte natürlich auch sein, dass er schon lange weg ist. Falls er unter einer Tanne liegen sollte, ist es wirklich schwierig, ihn hier aufzuklären. Ja, momentan glaube ich, dass er vielleicht doch einfach schon abgehauen ist. Oben auf dem Hügel ist nämlich wirklich niemand. Aber ich meine, da drüben einen Player gesehen zu haben. Und jetzt bin ich das doofe Arschloch, das von hier aus schießt. Falls ich ihn sehe. Ja, da läuft er von rechts nach links. Ich glaube, ein Schuss saß, aber alle anderen sind daneben gegangen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich von da oben Schritte gehört habe. Okay. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Jetzt da oben über mir jemand in der Tanne sitzen könnte, macht mich schon so ein bisschen nervös. Aber mich jetzt bewegen wäre doof. Ich glaube, das dort hinten spielt sich hinter dem Hangar ab. Okay, vielleicht sollte ich mich ja doch mal pissen. Ja, die scheinen da drüben Spaß zu haben. Links von dem Hügel, der hinter mir ist, ist noch ein größerer Hügel. Bin mir auch sicher, dass von da gerade jemand geschossen hat. Okay, ich glaube, ich muss hier weg. Ist einmal weit umfassend Richtung Norden, auch auf dem zweiten großen Hügel gewesen. Da saß keiner. Das habe ich keinen gesehen. Und als ich an dem Flussübergang war, hat es sich für mich so angehört, als ob hier ein Hubschrauber abgestürzt ist, aber kann nichts erkennen. Und ich hocke hier jetzt schon wieder seit 2 Minuten, konnte bisher aber nichts aufklären. Aber irgendwo müssen die Typen sein. Da, einer läuft. Okay. Das sind Schüsse von rechts. Das ist wirklich sehr dicht.
Okay, ich sollte jetzt nicht gleich zu ihm rennen. Das ist natürlich nicht, ob er alleine war. Vor dem Hangar läuft der Bandit, auf den er selber gerade geschossen hat. Okay, Kollege. Oh Mann, ey. Ich dachte gerade, kommt ein Player hoch, aber es ist nur ein Z. Erst einmal kurz weg von der Position, von der ich gefeuert habe. Um zu sehen, ob sich jemand annähert. Oh Mann, ey. Der Typ, der hier gerade auf dem Hügel war, muss ja genau in dem Moment, als ich nach links rüber gegangen bin, sozusagen von rechts auf den Hügel gekommen sein. Oder er war die ganze Zeit hier oben. Ich habe vorhin ja auch etwas hier oben auf dem Hügel gehört, aber eben nichts gesehen. Okay, was ist der Schwarze hier? Sein Glied? Geber. M14 DMR habe ich hier noch nie gesehen in diesem Spiel. Ah ja, okay, das ist jetzt ein Inventar. Jetzt beginnt wieder das wilde Hin- und Hergepacke, aber es sieht auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus, was er hier so mit hat. Aber ich denke, ich bin soweit durch mit dem Looten. Das hat auch lange genug gedauert. Sollte jetzt nicht zusehen, dass ich hier verschwinde. Schauen wir jetzt mal, ob bei der Offspray schon wieder was Neues gespawnt ist. Aber vorher noch ein Quickscope auf die Umgebung. Bisher scheint ja alles frei zu sein. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Normalerweise looten hier bei der Offspray mit besten Sachen, die man bekommen kann auf dieser Karte. Oh, hat jemand seinen Hubschrauber geparkt. Ja, also den besten Loot findet man an sich bei der Offspray. Ja, wobei ich mir dann immer wieder die Frage stelle, welche Waffe soll ich nehmen, welche ist bessere. Als Anhalt hilft eben, dass je größer das Kaliber ist, die Waffe mehr Schaden. Okay, ich dachte gerade. Ja, Schaden verursacht. Und wenn dann bei der Waffe das Iron-Sight halt so schlecht ist, dass man kaum durchgucken kann. Ja, bringt einem das auch nichts. Okay, weiter geht's. Schade ist natürlich, dass man da oben an den Hubschrauber jetzt wirklich überhaupt nicht rankommt. Den kaputt schießen. Was soll's, lassen wir ihn einfach stehen. Freut der Besitzer sich. Ich fuhren bei der Leiche eigentlich meinen Rucksack wieder geleert und den Inhalt mitgenommen? Ich glaube nicht. Ja, super. Jetzt habe ich zum Beispiel keine Streichhölzer mehr und kein Holz mehr. Und gerade Streichhölzer sind echt wichtig, weil was soll ich mit rohem Fleisch? Und eine der wichtigsten Regeln ist, dass man immer gebratenes Fleisch dabei haben sollte. Tja, und das werde ich so nicht hinbekommen. Okay, wieder zurück zur Leiche. Super. Wenn man gerade von dem anderen Hügel aus ungefähr eine Minute auf diesen Hügel beobachtet. Und das ist hoffentlich anscheinend keiner hier. Okay, ganz cool bleiben. Alles zurück. Einsammeln. Ja, genau, seine Weste habe ich mir auch noch gar nicht angeschaut. Ja, okay.
erstmal das Inventar leer trinken und leer essen, wenn ich Platz habe. Okay, Zombies, verpisst euch schon. Ja, Holz. Genau das, was ich gesagt habe. Okay, jetzt muss ich irgendwie Platz schaffen, sodass ich das mitbekomme. Kann mir dann wieder meine Steaks braten. Also man sollte immer, solange es die Situation zulässt, sich Fleisch braten, sodass man das sozusagen als Vorrat immer dabei hat. Und im Notfall dann eben mit diesem Fleisch dann seine Gesundheit schnell wieder hoch zu powern. Die Idee ist jetzt, dass ich irgendwo hier eine Stellung suche, sodass ich sozusagen auf das gegenüberliegende Ufer wirken kann, beziehungsweise auf dieses Industriegebiet. Ob ich dort dann auch was treffe von hier, ist natürlich die andere Frage, aber ja, jetzt wo ich eine Scharfschützenwaffe habe, kann ich das ja mal testen. Übt ja auch. Ich glaube, ich liege hier schon ganz gut. Das kann so bleiben. Ich glaube, es macht Sinn, die Waffe einmal auf diese Entfernung anzuschießen. Ich kann die Optik nämlich nur maximal auf 500 Meter einstellen. Und das ist circa 800 Meter entfernt. Sagt jedenfalls mein Entfernungsmesser. Also ich ziele jetzt auf diese schwarze Kante. Drei Striche unter dem Fadenkreuz. Ja, das kommt dann ungefähr hin. Wir gehen jetzt schon ungefähr 5 Minuten und irgendwie passiert da drüben gar nichts. Und es wird langsam echt langweilig. Ich weiß nicht, wie die echten Dauerkämpfer das aushalten. Okay. Am Airfield schießt irgendeiner. Sollte ich da vielleicht mal hingehen? Ja, natürlich an sich völlig hohl. Weil die Stellung hier an sich wirklich gut ist. Scheiß drauf. Wechsel vorher aber noch die Waffe. Ja, weil die für den Nahkampf, glaube ich, besser geeignet ist. Falls hier irgendjemand in der Tanne hockt, ist es dann besser, die ausgerüstet zu haben. Okay. Ich habe in der Zeit, in der ich da vorne eben in der Stellung lag, auch hier nichts schießen gehört. Also ich glaube kaum, dass hier auch ein Sniper liegt. Hier jetzt wohl der erste. Ich glaube, das spielt sich alles im Camp ab, also hinter der Mauer von hier aus gesehen, sodass ich das von hier aus gar nicht einsehen kann. Ich glaube, da vorne links am Eingang war gerade jemand. War natürlich auch nur Zombie gewesen sein. Ich denke, ich sollte mich auf den Turm konzentrieren. Finde ich erstmal raus, wie weit der entfernt ist. 528, okay.
Das Visier lässt sich auf 500 einstellen, das passt. Am anderen Ende des Flugfeldes läuft gerade ein Ranger. Kurz vorher habe ich dort links in dem Waldstück, glaube ich, auch einen gesehen. Ah, ich schieße von hier aus, aber nicht auf. Okay, Turm ist einer. Kommt schön ans Fenster. Ja, der erste war zu hoch. Dann habe ich tief angehalten und der zweite war zu tief. Er ist gerade aus der Wand geglitscht. Jo, schade. Chance vertan. Oh, Player. Merkwürdig ist auch, dass die Luftanhalten-Taste bei dem Visier irgendwie nichts bringt. Ich sollte mir eine neue Stellung suchen. Das wird hier ein bisschen zu riskant. Vorher tausche ich wieder die Waffen durch. Und dann mal sehen, wie es läuft. Also das Schießen mit den Scharfschützenwaffen, das sollte ich unbedingt nochmal üben. Das klappt irgendwie noch nicht so richtig gut. Ich glaube, diese Stellung ist auch wieder sehr gut. Ich kann von hier aus sehr gut auf den Turm wirken und ist nach rechts völlig gedeckt, auch nach hinten. Ist nur nach links etwas offen, aber da wird wahrscheinlich sowieso keiner kommen. Ideal. Wie gesagt, man kann gut auf den Turm beobachten. Ja, ich sitze jetzt schon wieder seit 3 Minuten. Nichts passiert. Camp Sniper. Okay. Jetzt geht irgendwas ab. Ich glaube rechts bei den beiden Hangars. Der Hangar? Bei den beiden Hangar, sagt man, glaube ich. Der Server startet auch in 5 Minuten neu. Das ist gut, dann kann ich mir gleich noch Energy hochholen. Und dann geht's wohl noch für 1-2 Stunden. Ja, irgendwie kommt hier keiner in den Tower. Das rechts gerade. Oh Mann, ey. Ja, der Typ wollte wohl auch in die Tanne und hat wohl selber nicht gescheckt, dass da noch einer drunter hockt. Genauso wie ich es auch nicht bemerkt habe. Ja, diese Tanne ist wohl bekannt. Jetzt stehe ich hier allein mit mir und diesen Dingern da unten. War das nicht auch mal anders? Das Morden, es geht weiter, immer weiter, weiter und weiter. Hört als Bandit nie auf. Respekt und Menschlichkeit gehen völlig verloren. It doesn't empty.
So when you friendly, why have you a bandit skin? This isn't a bandit skin, is it? Yeah, you want a bandit skin, hunter, right? This is the hero skin. Yeah, I'm a hunter. The black one here. Hunter. Einem Bandit ist die Seele tot und es kann nur noch der Körper sterben. Can you speak German? High five. Ja, Deutsch kann ich ein bisschen besser als High Englisch. Five. Drückt nur noch den Abzug völlig abgestumpft, ohne nachzudenken. Ich muss dem ein Ende bereiten. Das Leben eines Bandits ist einfach nichts für mich. Wieder in den Wald campen und Passanten in den Rücken schießen? Diesmal nehme ich nicht diese Leiter. Adieu, Banditenleben, ich werde dich nicht vermissen.